Für mich ist die EZB nichts anderes wie die Reichsbank 2.0. Das kann ich. Noch nie wurde Wohlstand durch Gelddrucken erzeugt. Noch nie. Das hatten wir doch probiert in Venezuela, in Kuba, in Zimbabwe. Und noch nie wurden Probleme mit Gelddrucken gelöst. Ja, ich habe noch einen Chart, der schön ist. Also die US-Schulden wurden vorhin schon von Brad erwähnt. 30 Billionen Dollar. So hoch wie noch nie. Ja, auch das ist ein spektakulärer Chart. Und da habe ich mich irgendwann gefragt, der erinnert mich an irgendwas aus der Vergangenheit. Und die Vergangenheit ist, wie gesagt, ein guter Ratgeber. Also habe ich gesucht und ich habe es gefunden. Nämlich hier die Goldmark gegen die Papiermark in der Weimarer Republik. Genialer Verlauf. Und natürlich, die USA kann noch lange, lange, lange das Spiel weitertreiben, weil sie die Weltreservewährung haben. Wenn du den vollständigen Beitrag sehen willst, dann schau einfach auf unseren Kanal. Dein Team von Finanztok TV.